Guten Morgen. Wir stehen hier sehr idyllisch in einer kleinen Ortschaft vor Stuttgart, vor den Toren Stuttgarts, direkt am Waldrand. Und was wir sehr gerne machen, dass wir uns wohin stellen, wo es ruhig ist. Und wo ist es ruhig? An Friedhöfen und im Winter auch an Tennisplätzen. Hier haben wir den Tennisplatz. Und da stellen wir uns hin, da stören wir niemanden und haben auch selbst unsere Ruhe. Und das Praktische hier ist, da ist auch noch der Kindergarten nebendran. Und so braucht man seine Uhr nicht stellen. Dahinter im Hintergrund ist er. Ab 7.12 Uhr ist es losgegangen, da werden dann die Kinder gebracht. Und da sind wir aufgewacht und es war heute notwendig aufzustehen, denn wir fahren heute zur CMT. Und bei der CMT möchte ich einige Dinge insbesondere testen an den anderen Hümer-Mobilen. Ich möchte natürlich auch über Hümer positiv berichten, aber ich möchte auch die Dinge, die ich als Reklamation hatte, nachprüfen, wie die jetzt bei den aktuellen Fahrzeugen gehandhabt werden. Eins zum Beispiel war unsere Zentralverriegelung. Hier, das ist unsere Heckgaragentüre. Und immer, wenn ich die zugemacht hatte, dann musste ich wieder raus, weil mir vorne angezeigt wurde, Heckgaragentüre nicht zu. Ich habe das reklamiert und man hat mir ein neues Schloss eingebaut. Und wenn man jetzt genau hinhört, dann merkt man, wie das ruckt. Das heißt, wie das einen Zahn bekommt und somit verschließt. Das war vorher nicht der Fall. Man hat mir gesagt bei Hümer, wir haben ihnen jetzt ein neues eingebaut. Man könnte daraus interpretieren, die letzten 10 Jahre war ein schlechtes eingebaut und jetzt im 11. Jahr hat man ein neues. Oder man kann auch den Umkehrschluss prüfen oder überlegen, dass man sagt, die letzten 10 Jahre hat man dieses drinnen gehabt und jetzt hat man bei den neuen versucht, ein billigeres einzubauen. Letzteres drängt sich mir fast auf, ohne jetzt hier irgendwas unterstellen zu wollen. Ich denke einfach, man wollte sparen, ein einfacheres Schloss einbauen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Reklamationen gegeben hat, wenn jemand eine Zentralverriegelung kauft und bei jedes Mal, wenn er losfährt und sogar mit dem Körper gegen die Tür gedrückt hat, er jedes Mal wieder aussteigen muss und die Tür wieder auf- und zumachen muss. Ich denke, das hätte 10 Jahre lang schon dazu geführt, dass ein neues Schloss entwickelt wird. Und meine Unterstellung ist, das war entwickelt, man hat nur versucht, ein billigeres Schloss einzubauen, um das Fahrzeug etwas, ja, wie auch immer, das könnt ihr euch selber denken. Ja, das sind die Dinge, wo wir schon ein bisschen hadern, dass wir meinen, dass die sogenannte Hümer-Qualität, wie sie auch Erwin Hümer immer propagiert hat, etwas nachgelassen hat. Wir nehmen es auch in Bezug auf viele Details in dem Fahrzeug, wie zum Beispiel den Vorhang bei den Heckbetten. Ich bin der Meinung, dass wenn ich ein Wohnmobil entwickle, es auch vorher getestet haben soll. Und das unterstelle ich, hat derjenige, der unser Wohnmobil entwickelt hat, nicht getan. Ich glaube nicht, dass der schon oft in Wohnmobilurlaub gemacht hat, denn sonst hätte er viele Dinge anders konstruiert. So, aber nichtsdestotrotz, da ist laufend Betrieb mit den Kindern, die jetzt in den Kindergarten gebracht werden. Und wenn die Uhr dann soweit ist, fahren wir los zur CMT und melden uns von da wieder mit einem Video. Wir sind jetzt auf dem Weg zur CMT in Stuttgart. Und was erwartet uns? Natürlich Stau. Stuttgart und der Stau. Das leidige Thema. Immer das Gleiche. Erstmal Stau, Stau, Stau. Jetzt mal schauen, wie, vielleicht haben wir Glück und er löst sich gleich wieder auf. Ja, Geduld braucht man, wenn man zur CMT fährt. Lastwagen nach Lastwagen.
krass. Die rechte Seite besteht nur aus Lastwagen. Hoffentlich finden wir da noch Plätzle. Finden wir schon. Wir müssen jetzt diesen Parkplatz hier verlassen und auf P26 fahren. Angeblich hat es da noch Plätze frei. Wollen wir es mal hoffen. Also ich bin schon fertig, bevor es überhaupt losgeht. Eine Tortur. Also da ist Düsseldorf ein Segen dagegen. Ich bin jetzt schon fertig. Aber wir stehen. Weil es nicht so einfach hier. Und dann ist alles so schmal und so eng. Aber wir stehen. Jetzt gehen wir mal in die Halle und dann schauen wir mal weiter. So, das habe ich mir alles so schön relaxed vorgestellt. Wir fahren daher, machen uns in Ruhe fertig. Ich erkläre euch noch was, was ich mir beim Wohnmobil anschauen will. Ein bisschen was habe ich ja schon gemacht heute, wo wir gestanden sind. Und jetzt sind wir fertig. Fix und fertig. Und jetzt geht die Action erst los. Da geht's runter. Da, also, da gehen wir runter. Ja. So, auf geht's. 50 Jahre CMT. Und wir sind dabei. Mit Wohnmobil. Letztes Jahr haben wir auf der CMT unser Wohnmobil bestellt. Unseren Rüstel. Ja, und dieses Jahr vergleichen wir. Ja, oder schauen, ob es irgendwas Neues gibt. Gas will ich mich erkundigen. Gastank ist ein großes Thema. Ja. Was noch? Keine Ahnung. Neuerungen bei Hümer. Und? Ja, es ist kalt, wir gehen jetzt rein. Ja, und Wärme. So, wir sind jetzt hier bei Hümer. Ein großer Stand, wie immer, in Halle 1 auf der CMT. Und als erstes suche ich ein Fahrzeug mit Zentralverriegelung, an dem ich mal schauen kann, wie sich das Schloss entwickelt hat. Also das Schloss konnte man hier nicht ausprobieren, weil die Messefahrzeuge, die hier stehen, keine niegelnagelneuen Fahrzeuge sind. Das sind also die älteren Modelle. Das sieht man auch am Spiegel. Und somit sind die also älter als unser Fahrzeug und damit nicht relevant, was die Schlosssituation angeht. Die Zentralverriegelung wird ja auch ein Sonderwunsch sein, denke ich, oder? Nein, das so und so ist ein Sonderwunsch. Und das einzige Fahrzeug, was hier steht, was neuer ist, also aus einer neueren Serie als unseres, das ist ohne Zentralverriegelung. Und deswegen haben wir keine Möglichkeit nachzuschauen, wie jetzt aktuell die Zentralverriegelung, die Schlösser verbaut werden. Das wollte ich damit sagen. Okay, alles klar. So, da sieht man jetzt den Unterschied bei dem Wohnmobil zu unserem. Und zwar gibt es hier eine Schiebetüre. Und so sollte ein Wohnmobil sein. Mit abgeschlossenem Bereich, was wir jetzt durch unseren Vorhang gelöst haben, was wir aber als feste Türe schon vermissen. Was wir allerdings nicht so toll finden wie bei uns, das ist hier der Ablagebereich. Da haben wir zwei Rillen.
Und das halte ich für praktischer als dieses kleine Kästchen. Also das Fahrzeug hat auch eine große Heckgarage. Was mir gefehlt hat, ist der Kleiderschrank. Den habe ich entweder übersehen oder gar nicht gesehen. Und was es aber bei 7,39 Meter hat, ist eine Abtrennung zum Badezimmer. Und das fehlt bei uns komplett. Das war ein Versäumnis von der Firma Hümer, ganz klar. Und siehe da, es geht ein Knopfdruck und der Rollo fährt runter. Und bei uns ist das nicht machbar. Schwach, Firma Hümer. So, also jetzt haben wir hier den Herrn Özdemir getroffen, hallo. Der auch noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat vom letzten Jahr. Ja. Nee, überhaupt nicht, das stimmt nicht. Also wie ich gehört habe, bekommen andere unser Fahrzeug wesentlich günstiger, stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Wir machen immer faire Preise für alle, gleich fair und genau also, wie bei Ihnen. Mein Konto war danach so leer. Ja. Dafür haben Sie aber ein tolles Produkt gekriegt, das haben wir auch nicht vergessen. Ja. Okay, wenn er das so sagt, ja, dann muss das ja so sein. Ne? Nein, das stimmt schon. Ja. War alles in Ordnung. Also der BDL weiterhin sehr, sehr beliebt, sage ich mal. Ja, und die Videos helfen natürlich auch weiter. Ja. Das ist immer eine gute Werbung für uns und da freuen wir uns. Machen wir doch gerne, ja. 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 Okay. Okay. Also. So, da haben wir den Verkäufer unseres Wohnmobils, den Herrn Özdemir von der Firma Hümer, schwer in Verlegenheit gebracht. Denn dieses kleine Spontaninterview war natürlich nicht abgesprochen, aber er hat sich wacker geschlagen. Gratuliere. Wir möchten an dieser Stelle noch betonen, dass Sie uns sehr gut betreut haben, vorm Kauf, beim Kauf und auch nach dem Kauf. Das war alles in Ordnung. Dem kann ich eigentlich nur noch hinzufügen. Vielen Dank, Herr Özdemir. Ja, genau. Und auch, dass Sie den kleinen Dreh mitgemacht haben. So, jetzt bin ich hier in einem B704 SL, ganz neues Fahrzeug. Und was sieht man hier? Eine Türe. Die hätte nicht so breit sein müssen wie die ist, aber hier berücksichtigt man nun eben mal diese Dinge, dass dieser Schlafraum vom Toilettenraum abgetrennt werden sollte. Was man hier auch sieht, ist wieder dieser Ausschnitt, der meines Erachtens bei Weitem nicht so toll ist, wie die zwei Fächer, die wir haben. Das ist ein ähnliches Fahrzeug, wie es wir haben, mit separater Dusche. Und was man hier auch wieder sehen muss, der Schrank, der bei uns neben dem Backofen steht, der steht hier vorm Bett. Was ein Nachteil ist, aber was ein größerer Nachteil ist, der Kleiderschrank. Oh, der ist ja sehr klein. Da kommt man ja gar nicht dran. Ja, doch schon, aber der ist ja sehr klein. Kommt man nur von oben ran und genau das ist das, was die Ursi nicht will, dass man den Kleiderschrank von oben bedient, weil man dann das Bett auch entsprechend mit einer doppelten Matratze beziehen muss. Also, es spricht für uns nichts für das Fahrzeug. Was aber ärgerlich ist bei uns, dass man diese Bretterlösung oder diese Türlösung nicht hat. Was etwas größer ist als bei uns, das ist die Toilette. Also da hat man deutlich mehr Platz. Da sind wir wesentlich enger beschränkt als in diesem Fahrzeug. Ja, allerdings hat jetzt dieses Fahrzeug eine größere Breite gehabt, was aber nicht relevant ist. Er ist aber 30 cm noch mal länger als unser Fahrzeug. Und genau diese 30 cm wollten wir ja auch bei unserem Fahrzeug nicht investieren. Jetzt schauen wir noch mal in den B678, also das baugleiche Modell von Axis.
So, jetzt sind wir in der 678 von Exis, also baugleiches Modell von uns, aber in der Exis-Variante, die also nicht den Doppelboden hat wie wir, was etwas niedriger ist. Man sieht es hier an der Kopffreiheit, da kann man nicht bei mir gut sitzen. Aber zwei Dinge haben sie berücksichtigt. Ja, das, was ich immer reklamiere, hier ist der Vorhang eingebaut. Schade, dass das bei uns nicht eingebaut ist, was aber ein wenig blöd ist. Der Vorhang ist nur bis hierher. Also auch wieder nur eine halbe Sache. Das bringt gar nichts, wenn man im Bett liegt. Dann hat man hier auch nicht seinen Intimbereich, wenn man auf die Toilette geht oder im Badezimmer steht. Somit also auch wieder nur eine halbherzige Lösung. Hümer, wieder war der Ingenieur damit nicht in Urlaub, behaupte ich einfach mal. Was man auch gelernt hat, ist, das, was ich ja auch reklamiert habe, dass hier bei uns sind die Schalter hier, die Lichtschalter. Und wenn man sich bewegt, dann kommt es unweigerlich vor, dass man mit dem Fuß hierher stößt und dann das Licht anmacht. Auch hier hat man jetzt die Schalter höher gesetzt, auf beide Seiten verteilt, sodass das auch nicht mehr passieren kann. Also zwei Sachen, die im Gegensatz oder im Vergleich zu unserem Wohnmobil besser geworden sind. Wobei ich sagen muss, mit dem Schalter komme ich mittlerweile gut zurück. Das geht so gut wie gar nicht mehr an, weil ich das unterbewusst jetzt schon registriert habe, dass ich da nicht hindrücken darf. Und die Vorhangsache, die haben wir selbst mit einer Vorhangschiene gelöst. Was dagegen jetzt bei diesem 9678 schlechter ist, das ist der Beischrank. Der befindet sich nämlich jetzt nach dem Badezimmerbereich. Hier. Und ich zeige das dann später, wie das bei uns ist. Ich habe es ja schon in der Wohnmobilvorstellung gezeigt. Aber für uns ist dieser Schrank im Küchenbereich ganz wichtig. Und das würde ich sagen, das ist auch ein sehr großer Vorteil unseres Wohnmobils. Also dieser Schrank, der steht genau beim Herd. Und da sieht man, da sind viele Dinge untergebracht, die eigentlich beim Bett nicht benötigt werden, aber die man beim Herd gut verwenden kann. Weiterhin hat der Schrank für uns den Vorteil, dass wir hier Zugriff vom Bad aus haben können, was natürlich nicht geht, wenn er auf der anderen Seite von der Badezimmertür untergebracht ist. Also ich sehe keinen Vorteil, dass man den Schrank rechts vom Badezimmer unterbringt. So, wie gefällt dir die Messe? Interessant, aber wie immer für mich sehr anstrengend. Ja, ist erstens einmal sehr viel los für einen Montag. Ja. Und für Gras haben wir niemanden gefunden. Nee, bis jetzt noch nicht. Vielleicht ist noch jemand da. Ja, also mal schauen, ob wir dann noch was finden. Und ein Fahrzeug, wie ich ja schon gesagt habe, von Hümer, haben wir nicht gefunden mit Zentralverriegelung, was nach unserem Modell gebaut wurde. Ja, so ist halt diese Messe auch nicht mit allen Neuheiten gesegnet. Da noch ein Blick auf den Hümerstand von oben. So. Dann sag mal was. Du musst aber auch erst mal anmachen. Mach es weiter länger, so tun wir das hier voll in der Kamera. Mach den Start mal länger hin. Mal länger, das ist der so. So, das sind die YouTuber unter sich. Die Vlogger. Wir freuen uns, dass Helle und Ossi da sind. Genau. Auch uns besucht haben. Natürlich, ja. Müssen wir noch vorbeischauen, ja. Und vor allem, dass wir uns kennenlernen. Ganz einfach. Kennenlernen, genau. Ja. Und ich glaube schon ein bisschen was austauschen. Ja. Interessante Sache. Richtig. Und das sind so schöne Momente, die man dann hier, wenn man die Kollegen untereinander trifft, die Familien und sich schon austauscht über das Ganze. Und vor allem, man kennt sich ja irgendwo schon. Das ist ja ein gleicher Kante. Wir haben uns eigentlich schon beim Essen gesehen. Wir brauchen keine Bildzeitung mehr, wie wir es früher gemacht haben. Also man, ich wundere, wenn hier plötzlich eine zweite Kamera zu sehen ist. Wir brauchen das Video dann nur einmal zu machen. Ja, schön. Prima, ja. Schön, dass wir Jens und Manu auf der Messe getroffen haben.
10,89, jawohl. Das war vorauszusehen. Und jetzt noch die Gewinnspielkarte. So, also jetzt ist es 14.45 Uhr. Wir könnten noch mal 2 Stunden rein. Nein, mir reicht's heute. Ist wirklich so anstrengend für mich. Mir tut mein Kreuz jetzt so weh. Also mir reicht's. Also wir haben noch Kartenbons für morgen. Wollen wir morgen noch mal rein? Ah, das muss ich mir jetzt noch mal überlegen. Ich aber nicht. Ich brauche mir das nicht überlegen. Nicht. Eigentlich haben wir jetzt alles gesehen. Helly hat sich über einiges informiert, was uns noch auf dem Herzen lag. Und davon werde ich natürlich berichten. Vor allen Dingen unser Zenik-Navi. Mhm. Haben wir einige interessante Informationen. Dann haben wir interessante Informationen auch bekommen zum Thema unserer Aldi-Heizung. Und das werden wir jetzt alles aufarbeiten. Und dann werden wir darüber berichten. Wo wir etwas enttäuscht waren, das waren die Hümer-Fahrzeugstände. Man kommt in die Fahrzeuge eigentlich gar nicht rein, obwohl heute Montag war. Aber es waren so viele Leute in den Fahrzeugen, man kommt gar nicht hin, man kann sich da nicht umschauen. Und es waren auch keine ganz neuen Fahrzeuge da. Die Fahrzeuge waren bis auf 2 Stück alle älter als unseres ist. Und da war keins dabei mit Zentralverriegelung, sodass ich meine Frage nicht beantwortet bekommen habe. Aber dazu alles bei der Aufarbeitung. Jetzt gehen wir erstmal ins Wohnmobil und ich sage, wir fahren so nach Hause. Nach Hause. Heute schlafen wir in unserem eigenen Bett, das heißt, das machen wir so und so. Heute schlafen wir nicht in unserem Wohnmobilbett, sondern in unserem Zuhausebett. So wird es wahrscheinlich auch rauskommen, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.